Millionen von Menschen auf der ganzen Welt gehen auf die Straßen und Dächer, um sich das beeindruckende kosmische Phänomen anzuschauen. Ein anderer Planet, direkt neben dem Mond. Ein großer roter. Zuerst sind alle aufgeregt. Der Mars, der aus dem Nichts auftauchte, hat einen seltsamen Effekt auf die Menschheit. Genauso wie der Mond den psychischen und physischen Zustand mancher Menschen beeinflussen kann, sorgt der unerwartete Besuch des Mars dafür, dass sich die Menschen ziemlich seltsam verhalten. Jede Nacht wird der Himmel durch das weiße Licht des Mondes und das rote Glühen des Mars erhellt. Viele Menschen leiden an Schlaflosigkeit. Manche hören sogar auf, Kaffee zu trinken, weil sie nicht mehr müde werden. Der Mars löst Energie und ein wenig Wildheit in den Menschen aus, lässt sie mehr lachen und macht sogar ein paar arme Menschen verrückt. Sie kommen öfter aus ihren Häusern, um den ungewöhnlichen Nachthimmel zu bewundern. Ein paar Tage später kann jeder sehen, was passiert. Der Mars wird größer. Die Wissenschaft verkündet, dass sich der rote Planet langsam auf die Erde zubewegt. Eine Kollision ist unausweichlich. Die Erdbewohner haben nur noch ein paar Jahre Zeit. Vor ein paar Monaten krachte ein riesiger Asteroid mit solcher Wucht in den roten Planeten, dass der Mars einfach aus seiner Umlaufbahn flog und abtrünnig wurde. Die Chance, dass der Mars nahe an die Erde heranfliegt, war immer ziemlich hoch. Etwa 3 Sekunden nach der Bekanntgabe ging die Nachricht viral und Panik machte sich breit. Die Situation wird immer schlimmer und schlimmer. Je näher der Mars kommt, desto mehr beeinflusst er die Menschen auf einer physischen Ebene. Hunderte von Videos tauchen auf, die Kollisionssimulationen von Mars und Erde zeigen. Und es gibt kein Happy End. Wollt ihr sehen, was passiert? Fragt eine bekannte Bloggerin ihre Follower. Die Erde ist fast komplett mit Wasser bedeckt und der Mars besteht nur aus Staub, Sand und Felsen. Dann legt sie eine riesige Wassermelone in die Mitte ihres Zimmers. Vom anderen Ende aus wirft sie eine Bowlingkugel auf sie. Strike! Der Mars sieht jetzt fast so groß aus wie der Mond. Er ist dabei, in die Umlaufbahn des Mondes einzutreten und beeinflusst damit das Magnetfeld der Erde. Überschwemmungen, Wirbelstürme, Tsunamis, starke Gewitter. Sie werden immer schlimmer. Tiere spielen verrückt. Vögel ziehen nicht mehr in den Süden. Die polaren Nordlichter erscheinen in der Karibik. In der Wirtschaft werden die Nachrichten nicht so gut verkraftet. Die Leute kommen nicht mehr zur Arbeit. Warum auch? Sie wollen Spaß haben und mit ihren Lieben zusammen sein. Es gibt genug Ressourcen auf dem Planeten, die bis zur Katastrophe reichen. Also versucht auch niemand, die Probleme der Erde zu lösen. Kleidung, Essen, Autos, Yachten, was auch immer. Alles verliert seinen Wert und wird kostenlos. Jeden Tag werden große Straßenfestivals gefeiert. Die Menschen haben beschlossen, ihre letzten Monate in Frieden und Harmonie zu leben. Die globale Katastrophe vereinigt die Menschheit wie nie zuvor. Um mit dem großen Knall abzutreten, organisieren die Erdlinge ein riesiges Rockkonzert. Der rote Riese wird unseren schönen blauen Planeten zerstören. Ja, Rock'n'Roll ist der perfekte Soundtrack dafür. Es bleibt noch genug Zeit, um zu essen, zu tanzen, zu feiern und gute Musik zu hören. Riesige Bühnen werden überall auf dem Planeten aufgebaut. Es ist das letzte Konzert eines jeden Musikers. Während all dieser Vorbereitungen taucht plötzlich Hoffnung auf. Wissenschaftliche Teams haben alle Ereignisse berechnet, die eintreten könnten, wenn der Mars mit der Erde zusammenstößt. Und sie haben einen einfachen Plan entwickelt. Zum Glück arbeiteten die Menschen schon daran, zum Mars zu ziehen, sodass sie seit mehreren Jahren Raumschiffe gebaut haben. Es gibt keine Zeit, um vor der Kollision zu einem anderen Planeten zu gelangen. Aber die gute Nachricht ist, dass die Menschen die Katastrophe direkt außerhalb der Erdumlaufbahn abwarten können. Du wirst in einer Raumstation sitzen, Popcorn mampfen, dich entspannen und die Show genießen. Wenn sich der Staub gelegt hat, ist es vielleicht möglich, zur Erde zurückzukehren. Oder was von ihr noch übrig ist. Nachdem dieser Plan bekannt gegeben wurde, begannen die Menschen Tag und Nacht an der Fertigstellung der Raumschiffe zu arbeiten. Jeder auf der Welt packt mit an. Es sind noch 2 Jahre bis zum großen Tag. Die riesigen Konzertbühnen werden in weitere Raumstationen umgewandelt. Der Mars gibt den Menschen nun mehr Energie und mit epischer Teamarbeit schaffen sie es, Tausende von Stationen in nur wenigen Monaten zu bauen.
So etwas klappt, wenn 7 Milliarden Menschen zusammenarbeiten. Bauern, Physiotherapeuten, Köche, Ingenieure, Sportler, Buchhalter. Alle sind im selben Team. Der Mars ist uns nun näher als der Mond. Der rote Riese verdrängt die Sonne und unser Planet wird in Dunkelheit getaucht. Es bleiben nur noch ein paar Tage. Die Menschen arbeiten wie Ameisen in einer riesigen Kolonie, um die letzten 100.000 Raumschiffe zu beenden. Es dauert 4 ganze Tage, bis alle an Bord sind. Dazu kommt das Verladen von Vorräten. Tiere, Fische, Samen, Pflanzen, Gemüse, Früchte, Videospiele, Fruchtroll-ups. Der rote Riese wird in ein paar Tagen in die Erdumlaufbahn eintreten. Dann wird er so richtig Fahrt aufnehmen. Der Mars ist kaum halb so groß wie die Erde. Aber am Himmel sieht er unendlich groß aus. Die Raumschiffe heben ab. Die Menschen schauen sich ein letztes Mal um und prägen sich jeden Zentimeter ein. In ein paar Stunden wird sich alles für immer verändern. Die Raumschiffe fliegen hoch, weit genug weg, um alle Umlaufbahnen zu verlassen. 2 Welten, die miteinander kollidieren, brauchen aber einen Soundtrack dazu. Rockstars auf jedem Schiff organisieren ein Weltraummusikfestival. Zu den ehrfürchtigen Klängen von Rock tritt der Mars in die Erdatmosphäre ein und verbrennt eine dünne Schicht seiner eigenen Oberfläche. Dabei wird eine unglaubliche Menge an Energie freigesetzt. Er wird schneller und schneller und kracht in den Pazifischen Ozean. Eine riesige Druckwelle fegt über den gesamten Planeten. Alles wird von Flammen erhellt und jeder auf den Schiffen muss eine Sonnenbrille aufsetzen, um nicht geblendet zu werden. Unser blauer Planet verwandelt sich in einen feurigen. Der Staub des Mars vermischt sich mit dem Wasser der Erde. Die Kraft des Einschlags geht durch die Erdkruste in das flüssige, heiße Magma. Hunderte von Stücken des Mars, einige von der Größe ganzer Länder, schweben in der Atmosphäre. Der Aufprall erzeugte so viel Energie, dass alle Ozeane kochen und verdampfen. Meere und Flüsse aus geschmolzenem Metall breiten sich nun über die ganze Erde aus. Tage, Wochen, Monate vergehen. Ein Gürtel aus Teilen des Mars bildet sich um die Erde. Sie sieht jetzt aus wie eine feurige Version des Saturns. Es wird lange dauern, bis es sicher ist, wieder auf der Erde zu landen. Aber die Menschheit kann nicht die ganze Zeit auf den Raumschiffen bleiben. Essen, Wasser und Sauerstoff sind in ein paar Jahren verbraucht. Doch in der Wissenschaft wurde schon ein Plan erstellt. In den Raumschiffen wird ein Schalter umgelegt und sie werden zu riesigen Kryokammern. Die Raumschiffe sind mit Energiepanelen ausgestattet und die röstend heiße Erde gibt eine Menge Energie ab. Es ist genug, um die Schiffe am Laufen zu halten, während jeder an Bord ein paar tausend Jahre schläft. Sobald sich der Planet abgekühlt hat, werden die Menschen wieder aufgeweckt. Hunderttausende von Jahren vergehen. Eines Tages gehen die Alarme auf allen Schiffen gleichzeitig los. Die Menschen wachen auf, langsam. Ihre Körper sind erschöpft. Aber nach ein paar Milliarden Tassen Kaffee sind alle bereit zum Aufbruch. Unten auf der Erde sollten sich neue Kontinente gebildet haben. Und die Atmosphäre ist höchstwahrscheinlich ganz anders. Der Planet könnte seine ursprüngliche Umlaufbahn verloren haben, sodass er sich in einem anderen Winkel drehen könnte. Die Jahreszeiten, wie wir sie kannten, sind verschwunden. Das gesamte Wasser auf der Erde verdampfte in den ersten Stunden. Aber es gab riesige Gletscher auf dem Mars, die beim Einschlag geschmolzen sein könnten. Der Mars könnte also sein Wasser mit unserem Planeten geteilt haben. Die Staub- und Schmutzwolken sollten sich mittlerweile gelegt haben. Und der Boden sollte sich gut zum Bewirtschaften eignen. Das ganze Magma hat wahrscheinlich eine Menge nützlicher Mineralien und Chemikalien nach oben gebracht. Es wird schwierig werden, aber die Menschheit muss sich irgendwie an die neue Erde gewöhnen. Die Menschen sind auf alles gefasst. Alle Erdbewohner rennen zu den nächsten Fenstern, um zu sehen, wie ihr geliebter Planet nach all den Jahrhunderten aussieht. Wo ist er? Die Menschen recken ihre Hälse und schauen auf den leeren Fleck, wo die Erde einmal war. Der Einschlag des Mars war so stark, dass er die Erde aus ihrer Umlaufbahn um die Sonne herausgedrückt hat. Sie ist weg. Toll, was machen wir jetzt? Ein bärtiger Typ schnappt sich eine Gitarre und sagt: Let's rock!
Wie viele Menschen bräuchten wir für eine neue Zivilisation? Nicht auf der Erde, sondern auf dem Mars. Welchen Herausforderungen müssten sich diese Kolonisten unter den harten Bedingungen des fernen Planeten stellen, um ohne fremde Hilfe überleben zu können? Eine aktuelle wissenschaftliche Studie gibt Antworten auf diese Fragen. Werfen wir mal einen Blick rein. Den Mars besiedeln? Keine leichte Aufgabe. Der Mars ist der viertfernste Planet von der Sonne und der siebtgrößte im Sonnensystem. Der einsame rote Kerl ist unserer Erde sehr ähnlich. Mehr noch, bevor er zur grenzenlosen Wüste wurde, könnte er sogar so ausgesehen haben wie die Erde heute. Vor Millionen von Jahren gab es Wasser, Ozeane, Pflanzen und, wer weiß, vielleicht sogar Leben. Es wäre doch schön, all diese coolen Dinge wieder dorthin zu bringen. Es ist kein Zufall, dass wir seit langem über die Besiedlung des Mars diskutieren. SpaceX behauptet nun, sein geplantes interplanetares Raumschiff könne 100 Menschen zum Mars bringen. Elon Musk, der Milliardär und Eigentümer des Unternehmens, spricht von einer Flotte, die kontinuierlich Ressourcen zum Mars transportieren könnte. Doch wie realistisch sind solche Fantasien? Die Antwort lautet, nicht sehr. Bevor wir Menschen zum Mars schicken können, müssen wir eine Vielzahl von Problemen lösen. Die enorme Strahlung, den giftigen Boden, die geringe Schwerkraft, die niedrigen Temperaturen und viele andere unangenehme Faktoren. Und das ist erst der Anfang. Es wird mindestens einige Jahrzehnte dauern, bis wir ein Fahrzeug entwickelt haben, das tatsächlich erfolgreich auf dem Mars landen und auch wieder zurückkehren kann. Aber stellen wir uns vor, wir würden den Mars besiedeln. Was wäre die Folge? Zu diesem Thema gibt es eine neue Studie mit dem Titel Minimum Number of Settlers for Survival on Another Planet. Der Autor der Studie ist Jean-Marc Salotti, Professor am Nationalen Polytechnischen Institut Bordeaux in Frankreich, und sein Artikel wurde in der Zeitschrift Scientific Reports veröffentlicht. Die Studie untersucht, wie wir einen anderen Planeten besiedeln könnten. Wie viele Ressourcen bräuchten wir? Wie würde die Kolonie leben und funktionieren? Wie lange würde das dauern? Und vor allem, wie viele Menschen bräuchten wir? Versuchen wir mal, all diese Fragen zu beantworten. Stell dir vor, wir leben in einer wunderbaren Zukunft. Tja, nicht wirklich. Salotti geht in seiner Studie von einer düsteren Zukunft aus, in der das Leben auf der Erde durch ein katastrophales Ereignis bedroht ist und die einzige Überlebensmöglichkeit für die Menschheit darin besteht, auf den Mars oder einen anderen Planeten auszuweichen. In diesem imaginären Szenario wird die Versorgung von der Erde leider unterbrochen oder sogar ganz eingestellt, sodass die Kolonie sich selbst versorgen muss. Dies bringt einige Herausforderungen mit sich, da wir nicht sicher sind, wie gut die Zusammenarbeit innerhalb der Kolonie funktionieren wird. Wird die Kommunikation zwischen den Koloniebewohnern normal ablaufen und werden sie ihre Zeit und Ressourcen angemessen teilen? Es ist bekannt, dass Menschen dazu neigen, Dinge für andere zu ruinieren. Ich könnte sogar wetten, dass es ihre Schuld war, dass wir zum Mars fliehen mussten. Aber selbst wenn wir das außer Acht lassen, stellen sich andere Fragen. Welche Ausrüstung und welche Fähigkeiten brauchen wir, um Ressourcen abzubauen und zu organisieren? Und weißt du was? Wen interessiert das? In unserem Fall spielen diese Dinge keine Rolle. Alles, was wir wissen, ist, dass die Kolonie zu Beginn nur über begrenzte Ressourcen und Ausrüstung verfügen wird. Und der Faktor Mensch ist völlig unberechenbar. Die Überlebenschancen sind gering, aber wir müssen es irgendwie schaffen. Salotti beschreibt zwei entscheidende Faktoren, die einen großen Einfluss auf unser Überleben haben werden. Diese Faktoren sind im Wesentlichen Variablen in einer mathematischen Gleichung. Die erste Variable ist die lokale Verfügbarkeit von Wasser, Sauerstoff und anderen nützlichen chemischen Elementen. Entscheidend ist, dass diese Ressourcen leicht zugänglich und nutzbar sind. Zum Glück müssen wir nicht bei Null anfangen, denn wir wissen bereits eine ganze Menge über den Mars. Welche Ressourcen gibt es dort? Wie können sie für Lebenserhaltung, Landwirtschaft und industrielle Produktion genutzt werden? In den letzten Jahren sind viele Studien, Berichte und Bücher erschienen, die uns detaillierte Informationen über die vorhandenen Ressourcen liefern. Wir wissen also, was unserer Kolonie zur Verfügung stehen wird. Wir wissen zum Beispiel, dass wir Gase aus der Atmosphäre und Mineralien aus dem Boden gewinnen können. Außerdem können wir auf dem Mars Materialien wie Eisen, Glas und sogar organische Verbindungen herstellen. Die Lebensdauer der Ausrüstung ist das größte Hindernis für unsere neuen Marsbewohner, denn sie müssen so viel Material wie möglich sammeln, bevor die Werkzeuge kaputt gehen.
Die Ausrüstung in gutem Zustand zu halten, wird eine sehr wichtige Aufgabe sein. Das zweite Problem ist die Produktionskapazität, also die Geschwindigkeit, mit der Aufgaben erledigt werden können. Wir haben eine Liste von Dingen, die wir tun müssen, zum Beispiel Werkzeuge herstellen. Und alles muss in ausreichender Menge vor den geplanten Termin produziert werden. Salotti betont die Bedeutung des sogenannten Sharing-Faktors. Wenn man sich eine Person vorstellt, die auf dem Mars überleben will, müsste sie alles selbst machen, zum Beispiel ein System für die Trinkwasserversorgung, die Sauerstoffversorgung und die Stromerzeugung finden oder bauen. Wie der Film Der Marsianer zeigt, ist das alles andere als einfach. Es gibt immer zu wenig Zeit und die Belastung ist zu groß für eine einzelne Person, es sei denn, man ist Matt Damon natürlich. Deshalb brauchen wir überraschenderweise eine ziemlich große Kolonie, um die Last zu verteilen. Auf diese Weise muss sich jeder Einzelne weniger anstrengen, wird weniger müde und die Arbeit wird effizienter und schneller. Hier kommt der Sharing-Faktor ins Spiel. Jetzt müssen wir diese Zahl nur noch berechnen. Wenn wir zum Beispiel etwas bauen wollen, wie viele Leute brauchen wir, um das schnell und effizient zu machen? Wie können wir die Arbeit optimieren? Das hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie den Bedürfnissen dieser Menschen, den verfügbaren Ressourcen, zufälligen Einflüssen wie dem Wetter und so weiter. Diese Faktoren lassen sich aber in der Regel abschätzen und mit Hilfe mathematischer Funktionen berechnen. Und diese Funktionen stellt Salotti in seinem Artikel vor. Wer sich dafür interessiert, kann den Artikel selbst lesen. Generell beschreibt er 5 Bereiche, die bei der Berechnung dieser Zahl berücksichtigt werden müssen. Ökosystemmanagement, Energieerzeugung, Industrie, Gebäude und der Faktor Mensch. Der menschliche Faktor umfasst Aspekte wie Kindererziehung, Sport, Spiel, Musik und ähnliches. Letztendlich sind 2 Faktoren entscheidend: wie viel Zeit wir haben und wie gut die Menschen in der Kolonie zusammenarbeiten. Und was ist das Ergebnis all dieser Berechnungen? Salotti kam zu dem Schluss, dass mindestens 110 Menschen notwendig sind, um auf dem Mars zu überleben. Das ist die Mindestzahl, die wir brauchen, um eine autarke Zivilisation zu schaffen, wobei es ratsam wäre, nicht zu viele Menschen mitzunehmen. Denn je größer die Gruppe, desto schwieriger ist es, das Ergebnis vorherzusagen, da die menschliche Interaktion oft unvorhersehbar ist und sich negativ auf die Mission auswirken kann. Eine Schätzung von etwa 110 Personen gibt den WissenschaftlerInnen jedoch eine nützliche Richtlinie für die Besiedlung anderer Planeten. Obwohl es noch viele Annahmen und Unsicherheiten gibt, ist dies bereits ein wichtiger Schritt in Richtung einer Lösung für das komplexe Thema der Planetenbesiedlung. Es ist jedoch unwahrscheinlich, dass wir in naher Zukunft zum Mars fliegen werden. Diese Herausforderung könnte mehrere Jahrzehnte oder sogar ein Jahrhundert in Anspruch nehmen. Die beste Option bleibt daher, unser Bestes zu tun, um die Erde zu retten, während wir uns auf die Besiedlung anderer Planeten vorbereiten. Du fliegst mit einer Rakete zum Mond. Sie landet, du schlüpfst in deine Arbeitskleidung und beginnst deine Schicht in einer Fabrik, die Wasser aus dem Untergrund extrahiert. Es gibt auch Treibstofffabriken. Dutzende Menschen wuseln über den Erdtrabanten. Wenn deine Schicht endet, steigst du wieder in die Rakete und fliegst zurück nach Hause wie mit einem Bus. Genau das plant die NASA. Der erste Schritt von diesem Projekt ist die Prime One Mission. Prime steht für Polar Resources Ice Mining Experiment. Die Suche nach polarem Eis. Die Mission beginnt 2022. Sehen wir uns das mal genauer an. Eine Trägerrakete wird an der Abschussrampe montiert. Zündung! Die Raketen starten. Es geht los! Die Rakete erreicht schnell eine Geschwindigkeit von 38.600 km/h. In diesem Tempo braucht man von New York nach London nur 8 Minuten. Hat die Trägerrakete ihren Treibstoff aufgebraucht, löst sie sich und landet sanft wieder auf der Erde. Der Raumgleiter mit der Frachtkapsel zündet seine Triebwerke. Die Rakete steigt weiter. Wenn sie die Umlaufbahn erreicht, öffnet sich die Frachtkapsel und leert die Mondlandeeinheit Nova C aus. Das ist ein zylindrisches Raumschiff. Es ist so lang wie eine Limousine und so hoch wie ein Durchschnittsmensch. Es aktiviert seine Triebwerke und begibt sich auf seine Reise. Als erstes umkreist es einmal die Erde.
Dieses Vorbeischwungmanöver hilft dabei, an Tempo zuzulegen und Treibstoff zu sparen. Da das Mondlandefahrzeug noch im Orbit ist, ist es der Schwerkraft ausgesetzt. Es sieht aus, als würde es fallen, aber nicht auf die Erdoberfläche, sondern seiner Flugbahn entlang. Nach einer Runde um die Erde richtet sich das Landefahrzeug aus und nimmt Kurs auf den Mond. Die zurückzulegende Distanz beträgt 384.000 Kilometer. Das entspricht 9,5 Reisen um die Erde oder 93 Fahrten quer durch die USA von Küste zu Küste. Moderne Raumschiffe überwinden diese Distanz in gerade mal 9 Stunden, genauso lange wie ein Flug von New York nach Los Angeles dauert. Die ersten Astronauten brauchten 72 Stunden bis zum Mond. Nova C erreicht schon bald ihr Ziel. Im Sinkflug zieht sie einen Kreis um den Mond. Wissenschaftler haben bereits den perfekten Landeplatz bestimmt. Es gibt mehrere Anforderungen. Zunächst sollte es Anzeichen geben, dass es dort unter der Oberfläche Wasser gibt. Weiterhin sollte das Mondfahrzeug Funkkontakt mit der Erde halten können. Und das ist unmöglich, wenn es auf der Mondrückseite landet. Als die ersten Astronauten den Mond umrundeten, hatten sie mehrere Minuten lang keinen Kontakt zur Erde. Erst als sie aus dem Mondschatten traten, hatten sie wieder eine Verbindung. Die letzte Anforderung ist Sonnenlicht. Das Landefahrzeug hat Solarpaneele für den Betrieb der wissenschaftlichen Ausrüstung, Bordcomputer und Kommunikationstechnik. Es benötigt also direktes Sonnenlicht. Das Landefahrzeug nähert sich der Oberfläche. Es sinkt langsam zu einem Landeplatz. Es schwebt knapp über dem Boden. Nur noch wenige Sekunden. Gelandet! Ganz weich. Jetzt ist es Zeit für die Bohrung. Dafür hat das Fahrzeug ein Gerät namens Regolith und Eisbohrer zur Erforschung neuen Terrains an Bord. Einfach ausgedrückt, einen 1 Meter langen Bohrer. Ist die richtige Stelle gefunden, senkt sich das Gerät in den Mondboden. Die Bohrung erfolgt in mehreren Schritten. Um die Erde zu entfernen, muss der Bohrer immer wieder aus dem Bohrloch gehoben werden. Sonst kann der Bohrkopf beschädigt werden. Als nächstes analysiert das Landefahrzeug die Bodenzusammensetzung. Dafür hat es ein Massenspektrometer namens M-Solo dabei. Es funktioniert auf Grundlage eines einfachen Prinzips. Es ionisiert oder lädt die Bodenpartikel, sodass sie sich bewegen. Dann erzeugt es ein starkes Magnetfeld, welches die Bewegung der geladenen Partikel beeinflusst. Verschiedene Substanzen, ihre Moleküle und Atome bewegen sich im Magnetfeld unterschiedlich. Indem ihre veränderte Flugbahn analysiert wird, können Masse und Ladung jeden Partikels bestimmt werden. Dann brauchen wir nur noch in das Periodensystem der Elemente schauen und wissen, welche Atome in der Probe enthalten sind. Wissenschaftler hoffen, H2O, also Wasser, zu finden. Der Südpol des Mondes wäre der ideale Ort, um in Bohrtiefe Wasser zu erreichen. Der Äquator ist jedoch der bessere Ort für Funkkontakt und Sonnenenergie. Dort ist es aber zu heiß, um auf Eis zu stoßen. Das Landefahrzeug hat deshalb einen sogenannten Hopper dabei, der die Mondoberfläche erforschen soll. Er kann bis zu 1 Kilo Last tragen. Wissenschaftler wollen auch die 4G-Kommunikationstechnik testen. Das Landefahrzeug hat mehrere spezielle Module dafür an Bord. Ist der Test erfolgreich, könnten wir vielleicht, wie auf der Erde, Handys zur Kommunikation auf dem Mond einsetzen. Hauptziel der Mission ist aber herauszufinden, ob die Ressourcen auf dem Mond in Zukunft nutzbar sein werden. Schon 2023 plant die NASA ein autonomes Mondfahrzeug namens Viper. Das steht für Volatiles Investigating Polar Exploration Rover, Fahrzeug zur Erforschung des Pols, einzusetzen. Es wird am Südpol des Mondes landen, ebenfalls um Funkkontakt und Sonnenlicht zu haben. Es wird so groß wie ein Golfkart sein und Bohrer und Analysetechnik dabei haben. Wissenschaftler haben bereits eine Route festgelegt. Sie ist ca. 16 bis 24 Kilometer lang. Viper wird dafür 100 Tage brauchen. Es wird Bohrungen durchführen, um Mondeis zu finden und seine Funde auf einer Karte zu markieren. Das ist notwendig, um die Ankunft von Astronauten auf dem Mond vorzubereiten und sie mit lebensnotwendigen Ressourcen wie Wasser zu versorgen. In den späteren 2020ern wird die NASA die Artemis-Mission starten. Zu diesem Zweck wurde über Jahrzehnte hinweg das Orion-Raumschiff konstruiert.
Es bietet Platz für 6 Astronauten. Die Trägerrakete, die Orion in die Umlaufbahn bringen wird, heißt Space Launch System. Einmal fertiggestellt, wird sie die stärkste Rakete der Menschheitsgeschichte sein. Der erste Flug wird unbemannt sein. Er ist für 2022 geplant. Wie das Mondlandefahrzeug wird das Raumschiff in die Umlaufbahn steigen, eine Runde um die Erde drehen und zum Mond abbiegen. Wenn es den Erdtrabanten erreicht, bleibt es 6 Tage lang in seinem Orbit, ehe es zur Erde zurückkehrt. Insgesamt wird es 25 Tage im Weltraum verbringen. Die zweite Mission ist für September 2023 geplant. Diesmal schicken wir 4 Astronauten auf den Mond. Sie werden eine Runde um den Mond drehen und heimkehren, ohne auf ihm zu landen. Das wird die erste bemannte Mission zum Mond seit 1972 sein. Die dritte Mission, Artemis 3, ist für den 55. Jahrestag der ersten Mondlandung im Jahr 2024 vorgesehen. 4 Astronauten werden zum Mond fliegen. 2 von ihnen werden in das Starship HLS steigen dürfen. Dieses neue Mondlandefahrzeug wurde von SpaceX entworfen. Die Astronauten werden ein paar Tage auf dem Mond verweilen und dann zu Orion zurückkehren und heim zur Erde fliegen. Es gibt auch Pläne, im Orbit des Mondes eine Raumstation mit Namen Lunar Orbit Platform Gateway einzurichten. Sie wird so etwas wie die ISS sein und ebenfalls aus mehreren Modulen bestehen. Sie wird ein Energie- und Antriebselement besitzen und damit das erste Modul mit Triebwerken für Manöver sein. Die Energieversorgung wird über Solarenergie laufen. Ein weiteres Modul wird verschiedenen Zwecken dienen, unter anderem Kommunikation und Betankung. Außerdem wird es mehrere Wohnbereiche geben. Sie werden mehrere Astronauten bis zu 90 Tage lang beherbergen können. Dort werden sie essen, schlafen, trainieren und wissenschaftliche Experimente durchführen. Die Station wird mit einem Roboterarm ausgestattet sein, um Raumschiffen beim Andocken zu helfen, sowie wissenschaftliche Ausrüstung an der Station zu installieren. Dann wird es eine Luftschleuse geben. Ankommende Raumschiffe werden dort andocken. Sie dient quasi als Haltestelle, um Passagiere ein- und aussteigen zu lassen. Astronauten werden sie auch als Tür in den Weltraum nutzen können. Es wird ein Sample Return Vehicle geben, ein kleines Raumschiff, das eigenständig Proben vom Mond zur Raumstation bringen wird. Die Mondstation wird viel kleiner als die ISS sein. Zum Vergleich, die Station in der Erdumlaufbahn besteht aus 11 Modulen und hat rund 130 Milliarden Euro gekostet. In der Zukunft werden wir diese Station als Startrampe für Raumschiffe zu anderen Planeten, wie dem Mars oder ins weite Weltall, nutzen. Raketen, die von der ISS starten, werden viel weniger Treibstoff benötigen, da sie nicht die Schwerkraft der Erde überwinden müssen. Aber die Astronauten auf der Mondstation werden wegen der Strahlung einer größeren Gefahr ausgesetzt sein als auf der ISS. Das Magnetfeld der Erde ist eine Art Schutzschild gegen die schädliche Strahlung der Sonne. Die Astronauten bekommen dort kaum mehr Strahlung ab als die Passagiere eines Flugzeugs. Der Mond ist vom Erdmagnetfeld zu weit entfernt. Daher müssen alle Module der Mondstation zusätzlichen Strahlungsschutz erhalten.